Zitronenkuchen ist tatsächlich einer meiner Lieblingskuchen und ihr braucht wirklich nur ganz wenige Zutaten dafür, die man eigentlich immer zu Hause hat. Er ist ganz schnell gemacht und schmeckt eigentlich jedem. Und für unseren Zitronenkuchen benötigen wir folgende Zutaten. 3 zimmerwarme Eier, 175 Gramm Zucker, 2 Bio-Zitronen, ein wenig Zitronenpaste. Dann haben wir hier 175 Gramm Butter, 175 Gramm Mehl, 1,5 Teelöffel Backpulver und für unseren Zuckerguss nachher noch ein wenig Puderzucker. Ich nehme mir heute eine Küchenmaschine zur Hilfe, einfach dann habe ich die Hände frei, kann nebenbei noch andere Sachen machen. Ihr könnt das Rezept aber natürlich genauso mit einem Handrührgerät machen. Wir starten zunächst, indem wir die Butter nebenbei einmal schmelzen lassen. Wichtig hier, wieder nur schmelzen lassen, nicht kochen lassen. Sie soll nur flüssig werden und in der Zwischenzeit werden wir einmal die Eier mit dem Zucker schaumig rühren. Wir geben unseren Zucker dazu. Ein klein wenig von der Zitronenpaste und eine kleine Prise Salz. Das Ganze lassen wir jetzt für gut 5 bis 6 Minuten richtig schön cremig verrühren. Unsere Masse ist jetzt richtig schön cremig gerührt und jetzt geben wir den Abrieb der Zitrone hinzu. Den Saft werde ich mir aufbewahren, nachher um unseren Zuckerguss damit anzumachen. Und jetzt gebe ich einmal die restlichen Zutaten hinein. Unser Zitronenabrieb ist jetzt drin. Jetzt gebe ich unsere geschmolzene Butter dazu. Und ich werde einmal das Mehl mit dem Backpulver sieden. Dadurch entstehen keine Klümpchen hinterher und der Teig wird einfach ein wenig lockerer. Einfach alles zusammen und dann hier einmal sieden. Das Ganze lassen wir jetzt mit der Maschine noch einmal kurz verrühren, aber wirklich nicht lange, nur dass sich die Zutaten einmal miteinander verbinden. Unsere Masse hat sich jetzt verbunden. Wie gesagt, nicht zu lange rühren. Jetzt habe ich hier einmal eine Kastenform. Ihr könnt das aber natürlich auch genauso gut in einer Springform backen. Hier habe ich jetzt ein wenig Backtrennspray. Backtrennspray ist einfach Fett in der Dose. Ihr könnt das Ganze aber auch ausbuttern. So habe ich aber einen wirklich guten, dünnen Film. Ich habe den Backofen schon auf 170 Grad vorgeheizt. Und jetzt geben wir unsere Masse hier rein und backen den Kuchen bei 170 Grad für ungefähr 45 Minuten. Unser Zitronenkuchen hat gepiept. Wunderbar. Schaut mal, wie schön der aufgegangen ist. Diesen lasse ich jetzt kurz 10 Minuten in der Form abkühlen, löse ihn dann raus, werde ihn komplett abkühlen lassen und dann können wir den Zuckerguss drauf machen. Unser Zitronenkuchen ist nun abgekühlt. Ich habe ihn aus der Form gelöst und jetzt machen wir unseren Zuckerguss. Ihr müsst natürlich keinen Zuckerguss drauf machen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch einfach mit Puderzucker bestreuen. Ich habe ja noch unsere Zitronen, von denen wir die Schale genommen haben. Drückt diese ein bisschen an auf dem Brett, so löst sich gleich der Saft besser raus. Und presst jetzt hier in unseren Puderzucker einfach den Zitronensaft rein und verrühre das Ganze. Wir starten erstmal mit 1,5 Zitronen, schauen dann, wie die Konsistenz ist und eventuell gebe ich dann noch etwas nach. Wir wollen, dass der Zuckerguss nicht zu flüssig ist, dann würde er uns einfach vom Kuchen runterlaufen. Er soll aber natürlich auch nicht so fest sein, dass man auf ein Riesenstück Zuckerguss beißt. Hier kann jetzt noch ein wenig Zitronensaft dazu. Und dann rühre ich so lange, bis sich alle Klümpchen aufgelöst haben. Jetzt verteilen wir den Zuckerguss einfach auf den Kuchen. Der darf ruhig so ein bisschen runterlaufen.